Ihr Lieben, vielleicht habt ihr es der Presse entnommen. Die Arbeitsgruppe der Sicherheits- und Verteidigungspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion hat sich in der Woche zur HIL geäußert. Die HIL ist die Heeresinstandsetzung Logistik der Bundeswehr und ist dafür zuständig, das Großgerät der Bundeswehr, also Panzer, Schützenpanzer, aber auch Brückenleger etc. wieder instand zu setzen, also wieder fit zu machen. Das Verteidigungsministerium hat es seit einigen Jahren den Plan verfolgt, die HIL zu privatisieren, also Werke an die Rüstungsindustrie zu verkaufen und diese wichtige Fähigkeit aus den Händen zu geben. Wir haben uns jetzt nicht nur dagegen gewandt, sondern auch unseren Widerstand angekündigt. Wir wollen die Privatisierung aufhalten, damit diese wichtige Fähigkeit in unseren eigenen Händen bleibt und wir in der Lage sind, als Staat weiterhin diese Instandsetzung selbst durchführen zu können. Wir wollen nämlich nicht, dass es in einer quasi Monopolstruktur der Rüstungsindustrie aufgeht, es für uns teurer wird und so wie man es in der Vergangenheit auch bei vielen Privatisierungsmaßnahmen gesehen hat, nicht unbedingt besser wird für die Bundeswehr, sondern schlechter. Deshalb bitte ich euch ganz herzlich um eure Unterstützung. Ihr findet unser komplettes Positionspapier hier am Ende dieses Beitrags. Deshalb geht raus damit, diskutiert in unserem Sinne und wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie hier gerne bei Facebook, schreibt uns an oder ruft mich an. Viele, viele Grüße aus Berlin.